Mutter. Wir erweitern die Runde um einen weiteren Gast. Er ist, Arzt und nörgelnder Patient in einer Person. Und das nicht, weil er schizophren ist, sondern Arzt ist sein Beruf und Kabarett seine Berufung. Und seine häufigste Krankheit ist Verdacht auf. Ich hatte viel Verdacht auf. Das war meine häufigste Krankheit. Verdacht auf Lungenembolie, Herzinfarkt, Schlaganfall, Übergewicht, Diabetes, Hypertonie und Bluthochdruck. Ganz viel Verdacht auf. Als Profipatient Raderscheid plaudert Kabarettist Lüder Wohlenberg auf der Bühne ebenso aus dem Nähkästchen wie aus Sicht des Arztes. Ein leichtes für den Facharzt für Radiologie. Dabei bekommen alle ihr Fett weg. Die Halbgötter in Weiß ebenso wie Patienten. Pharmaindustrie und Politiker. Sein Programm Spontanheilung, eine satirische Überlebenshilfe im Gesundheitswesen. Gesundheit soll Spaß machen, weil über eine positive Lebenseinstellung man nur gesund bleiben kann. Und zur positiven Lebenseinstellung gehört, dass man eben auch mal lachen muss. Anlass zum Lachen bieten vor allem Missverständnisse, die beim Arztbesuch entstehen. Das Arzt-Patienten-Verhältnis lässt sich am besten verbessern, indem man miteinander redet. Der Arzt mit dem Patienten, aber auch der Patient mit dem Arzt. Und um Missverständnisse zu vermeiden, werde ich jetzt mal meinen Teil dazu tun. Und so geht Lüder Wohlenberg in Freiburg auf Vermittlungsmission zwischen Arzt und Patient. Gibt es mal so Missverständnisse, wo Sie dann irgendwie denken, oh, jetzt hat er mir nicht genug erklärt? Oder? Ja gut, heute ist ja so, wenn Sie was haben, dann können Sie ja ins Internet gehen und können mal gucken, an was es liegt oder was man hat. Das machen wir so. Okay. Also wenn ich jetzt zum Arzt gehe und habe irgendwas, dann kann es sein, dass ich mich schon vorab informiert habe. Gib dem Doktor eine Chance, dass der von alleine drauf kommt. Ja, dann freut er sich. Ne? Und du kannst es ihm ja dann bestätigen. Der hat das ja auch hier googelt. Und du hast iPhone und der hat Laptop. Ne? Könnt ihr ja gucken, ob ihr die gleichen Ergebnisse habt. Ne? Doch nicht nur das Ergebnis zählt. Viel wichtiger ist das Abklären der Symptome. Es ist halt schon auch wichtig, dass das abgeklärt wird. Ja, auf jeden Fall. Also sonst könnte ich mir auch irgendwas in der Apotheke einfach holen und bräuchte nicht zum Arzt zu gehen. Es muss immer alles abgeklärt werden. Das müssen wir weiter abklären. Das, so heißt es doch oft. Aber dieser Satz kann drei Gründe haben. Erstens, Sie sind wirklich krank und man will es Ihnen nicht sagen. Zweitens, der Doktor hat gerade ein neues Gerät angeschafft und weiß noch nicht, wie es funktioniert. Oder drittens, Sie haben nichts und man kann es nicht abrechnen. Missverständnisse gibt es auch bei der Volkskrankheit Rücken, vor allem was die Ursache angeht. Haben Sie öfter mit dem Rücken zu tun? Nee, eigentlich nicht. Wenn ich regelmäßig Sport treibe und was dafür tue, dann nicht. Wenn ich lange nichts tue, ja, dann wird es. Und da sagt der Herr Raderscheid, treiben Sie mehr Sport, dann leben Sie was länger. So ein Quatsch, ne? Der Gewinn an Lebenszeit durch Sport wird ja durch den immensen Trainingsaufwand vorher komplett aufgebraucht. Da lebst du was länger, hast aber genau diese Zeit vorher mit dem fiesen Training zugebracht. Das ist Milchmädchenrechnung. Und trotzdem, die Menschen laufen und joggen in Trainingsanzügen, die farblich nicht zu ihnen passen. Laufen verlängert das Leben nicht. Es sei denn, es ist jemand mit dem Messer hinter dir her. Auch zum Thema Medikamente gibt der Arzt den Patienten einen Leitfaden an die Hand. Dann hat man in der Wissenschaft herausgefunden, rote Tabletten helfen mehr als weiße. Von grünen kann man gut schlafen. Rosa hilft gegen Depression. Jetzt wissen Sie anhand der Farbe Ihrer Medikamente, was Sie haben. Die liebe Gesundheit. Für Kabarettist Lüder Wohlenberg ist sie auch eine Frage des Humors. Herzlich willkommen, Lüder Wohlenberg. Danke. Schön, dass Sie da sind. Moin, moin. Bei Ihrem Programm, verarbeiten Sie da mehr so den Frust als Arzt oder den Frust als Patient? Ach, das ist ja beides. Und es ist auch nicht nur Frust. Manches ist auch wirklich auch lustig und witzig. Und ja, letztendlich ist es so, ich hatte ja 2006 hatte ich einen schweren Verkehrsunfall gehabt.
Und da war ich dann noch mal längere Zeit im Krankenhaus in der Charité in Berlin. Auch noch mal vielen Dank da für die gute Hilfe. Hochkompetente Kollegen, aber eben manches medizinische Personal wäre auch vielleicht besser im Schlachthof tätig. Und von daher sind da viele bleibende Eindrücke, die so langsam in die Programme auch noch mit einfließen. Also Sie kennen beide Seiten? Ich kenne absolut beide Seiten. Ein Thema, das müssen wir noch mal aufklären, das ist wirklich gerade aktuell bei vielen ein Thema, dieses Krankheiten.